So, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch den neuen Gott vorstellen. Es ist eine Fledermaus. Und ja, ist ziemlich nice. Ich will auch gar nicht lange rummachen. Jetzt gucken wir erstmal die Passive an. Und zwar ist es, wenn man einen gegnerischen Gott stirbt oder tötet, hinterlässt er so eine Pfütze. Das werdet ihr nachher sehen. Und wenn ihr selber drin steht, bekommt ihr Gesundheit und Your Mana middle tower pro is Biss under attack. quasi dazu. Das Ganze noch ein bisschen mehr, wenn ihr nicht im Kampf seid. Jo, dann fangen wir an mit der ersten Fähigkeit, Kreischen. Your middle Kamazotz tower kreischt has been lauthals und sendet destroyed. eine Schallwelle aus, die Diener durchdringt und Schaden verursacht. Das seht ihr ganz gut, das verteilt sich dann nachher ein bisschen beim Treffen und ist eben als Wave Clear perfekt. Die 2 hingegen ist Vampir-Fledermäuse, befehligt einen Schwarm Fledermäuse, der ein einzelnes Ziel Schaden zufügt, es verlangsamt und dann Gesundheit zurückbringt. Das heißt, es tickt Your auf den middle Gegner tower und wirft is dann eben under attack. Gesundheit zurück. Und ganz wichtig, es geht nur auf einen Gegner. Das stoppt quasi beim ersten Minion oder ersten Gott. Und ja. Gehen wir kurz weiter. Verschlingen. Die Nummer 3 ist ein Sprung. Kamazotz springt ein kurzes Stück nach vorne. Bei der Landung verursacht er Schaden und heilt sich für jeden getroffenen Gegner selbst. Das heißt, wenn ihr in drei Gegner reinspringt, dann heilen wir uns eben um den Betrag mal 3. Das können wir hier gleich mal testen. So, rein. Leider nicht getroffen. Aber jetzt müssen wir kurz mal den Tor hier abtreiben, dass er uns hier nicht unseren Phönix direkt kaputt macht. So, und dann kommen wir zu der Ulti. Flatternder Teufel. Kamazotz steigt in die Luft und ist für die nächsten 6 Sekunden immun gegen CC-Effekte. Im Flug kann er dreimal zu einem Sturzflug ansetzen und Schaden zufügen. Also ihr könnt dann auch im Prinzip entscheiden, ob ihr langsam lang fliegt oder einfach nur quasi runtergeht oder nach der Zeit eben landet. Also ihr müsst nicht, ihr könnt es auch als Escape nutzen, aber ihr könnt bis zu dreimal zuschlagen. Jo, und das ist ganz nice. So, da vorne haben wir jetzt gerade den Tor getötet und jetzt sieht man hier diese Pfütze und da stellen wir uns jetzt mal rein. Und dann seht ihr schön, wie der hier dran knabbert quasi und sein Mana und Leben wieder auswirkt. Hier sieht man jetzt, wenn man die Minions cleart mit der 1, das geht schön durch. Haben wir das Damage Camp da. Muss kurz auf die Cooldowns warten, dann seht ihr nämlich, wie sich das Ganze verteilt auf die anderen. Oder das sieht man hier nicht, aber auf jeden Fall tötet es auch die äußeren Minions. Verteilt sich quasi dementsprechend ein bisschen. 3 ist, wie gesagt, der Sprung. Umso mehr Gegner man reingeht, umso höher ist die Heilung dann. 1 für den Minion Clear. Er geht jetzt zur Ulti. Wir können ja relativ gut kontern. Gehen jetzt einfach runter. Jo. Single Target Damage kann man mit den Fledermäusen machen. Und hier verteilt sich eben der Schall quasi auf den Damage. Build habe ich jetzt mal nichts Besonderes hier standardmäßig gemacht. Jotuns Zorn. Wegen auch Abklingzeit, weil die eben dadurch relativ kurze Abklingzeit haben. Wir haben ja noch den Brustharnisch der Tapferkeit auch mit Abklingzeit. Blutschmiede ist, denke ich, hier relativ gut, weil es relativ wenig in Anführungszeichen Fusion Lebensraub hat. Aber wir können es jetzt hier auch nochmal genau zeigen. Wenn wir die 2 quasi auf ein Camp machen, also speziell auf ein Buff-Camp, der nicht dadurch stirbt, kriegen wir den Buff für 209 Sekunden und der gibt uns wiederum ein Lebensraub. Das ist eigentlich schon extrem nice. Also, ja, ist auf jeden Fall ein relativ starker Gott. Hier sieht man schön, wie sich die Schallwellen immer verteilen. Kann man auch nochmal drüber fliegen? Nee, kann man nicht drüber fliegen. Aber man kann mit diesem Sprung, kann man durch die Wände durch. Ist auch ziemlich krass als Escape oder eben als Angriff. Auf jeden Fall ziemlich nice, der Gott. Könnt ihr mal in die Kommentare drunter schreiben, was ihr davon haltet. Beziehungsweise, ob ihr meint, der ist viel zu stark oder was ihr davon eben meint. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und nächsten Dienstag soll er ja kommen. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ah, tot. Jo, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr Bock drauf habt auf mehr. Ich werde jetzt gleich noch ein Video machen, wo ich die 3 neuen Skins vorstelle, weil die werden auch extrem nice. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.